Symmetrie zur y-Achse bzw. zum Ursprung. Ihr seid in der Situation, ihr habt einen Funktionstern gegeben und sollt entscheiden, ob das Schaubild dazu symmetrisch zur y-Achse ist, symmetrisch zum Ursprung ist oder ob keine von diesen beiden Symmetriearten vorliegen. Falls ihr eine ganz rationale Funktion habt, also sowas von dieser Bauart, also keine Exponential, keine trigonometrische, sondern sowas, dann ist die Frage schnell geklärt. Liegen nur gerade Hochzahlen vor, x hoch 4 wie bei der Funktion g, x hoch 4, x hoch 2, x hoch 0 sozusagen, dann ist schon geklärt, das Schaubild ist definitiv symmetrisch zur y-Achse. Habt ihr im Funktionsterm nur ungerade Hochzahlen, also wie bei der Funktion f, x hoch 3, x hoch 1, dann ist das Schaubild definitiv symmetrisch zum Ursprung. Ihr findet diese Regeln auch nochmal gleich zu Beginn des Buches beim Thema ganz rationale Funktionen, also so im Prinzip auf der ersten Seite. Okay, und natürlich den Fall, den es auch gibt, so eine Mischfunktion, also die in Rot hier, x hoch 4, x hoch 3, x hoch 1, also einmal gerade, zweimal ungerade, damit gemischt und damit weder noch, also weder Symmetrie zur y-Achse noch Symmetrie zum Ursprung. Okay, leider gibt es für nicht ganz rationale Funktionen, muss man da ein bisschen, wird die Sache schwieriger. Also, ihr zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt den Funktionsterm hier und sollt ohne dieses Schaubild entscheiden, ob das Schaubild symmetrisch zur y-Achse ist zum Beispiel. Okay, dazu benötigt man dieses Kriterium. Anspruchsvoll, aber ich denke, man kann verstehen, wie das arbeitet. Schauen wir uns das Schaubild mal an. Das sieht aus wie eine Parabel, ist aber keine. Was ist hier besonders? Zum Beispiel x-Wert 1,3. Dann haben wir einen y-Wert von ca. 3,7. Beim Wert von x-Wert minus 1,3 haben wir aber auch einen y-Wert von 3,7. Genauso hier oben, x-Wert plus 1,6 haben wir einen y-Wert von 5,1 und beim x-Wert von minus 1,6 genauso. Das heißt, ob ich einen positiver x-Wert einsetze oder ob ich einen gleich großer negativer Wert einsetze, die y-Werte sind in beide Fälle gleich. Und wenn das für jeden x-Wert gilt, dann ist das Schaubild definitiv symmetrisch zur y-Achse. Okay, und das steckt hinter dem Kriterium. Und wenn ich das Kriterium habe, kann ich schnell überprüfen, ausgehend vom Funktionsterm, ob die Symmetrie zur y-Achse vorliegt. Wie gehe ich vor? Ich nehme einmal die linke Seite von dem Kriterium, f von minus x, hier. Also überall an der Stelle, wo im Funktionsterm ein x auftaucht, setze ich halt eben minus x ein, hier und hier. Fasse noch kurz zusammen, lande hier. Dann nehme ich die rechte Seite vom Kriterium, die ist ja denkbar einfach den Funktionsterm abschreibe im Prinzip. Dann wird verglichen. Der Teil entspricht genau dem Teil hier. Die Reihenfolge macht ja keinen Unterschied. Damit ist das Kriterium erfüllt und damit ist das Schaubild symmetrisch zur y-Achse. Okay, Punktsymmetrie zum Ursprung. Also, ihr habt hier diesen Funktionsterm. Das Schaubild habt ihr natürlich nicht, aber das nehmen wir jetzt mal zur Hilfe. Das Schaubild ist übrigens so zweigeteilt, also der Teil hier und der Teil hier, das gehört beides zu dem Schaubild. Okay, was ist hier besonders? X-Wert 0,5 haben wir einen y-Wert von ca. 4. Beim x-Wert von minus 0,5 haben wir nicht einen y-Wert von 4 wie oben, sondern eben aber einen y-Wert von minus 4. Genauso x-Wert 1,5, y-Wert von 4 und x-Wert minus 1,5, y-Wert von 4. Das heißt, wenn ich einen positiver x-Wert einsetze und ein gleich großer negativer x-Wert, dann erhalte ich nicht der gleiche y-Wert. Aber ich erhalte ein gleich großer Zahlenwert, nur das Vorzeichen ist verschieden. Und so kommt man zu dem Kriterium. Also, f und x, hier setze ich praktisch ein positiver x-Wert ein, jetzt vereinfacht gesagt, hier setze ich den gleich großen negativen x-Wert ein. So darf ich aber noch kein Gleichheitszeichen setzen, weil ich bekomme ja nicht dasselbe y-Wert, sondern die y-Werte sind ja vom Vorzeichen her verschieden. Und wenn ich dann aber noch entweder hier, wie es hier passiert ist, oder hier ein Minuszeichen setze,
Dann sind, steht auf beide Seiten von der Gleichung ein gleich großer Zahlenwert und damit kann ich das Gleichheitszeichen setzen. Das hier ist das Kriterium für Symmetrie zur y-Achse. Und wenn ich in der Situation bin, dass ich zum Beispiel den Funktionsterm habe und schauen will, ob das Schaubild punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann gehe ich eben vor, wie oben, linke Seite vom Kriterium. Also ich setze in die Funktion überall da, wo x steht, minus x ein, rechne halt eben noch kurz, lande hier. Dann rechte Seite vom Kriterium, ich setze vor den Funktionsterm ein Minus, drehe alle Vorzeichen rum, lande hier, vergleiche, stell fest, dass beide Terme gleich groß sind und bin mir damit sicher, dass das Schaubild symmetrisch zum Ursprung ist.